Hallo, mein Name ist Raik Mitschinski und ich wage jetzt für Sie die Kombination von unserer gut bekannten Steckrübe in einer thailändischen Suppe. Diese Kombination passt an sich wunderbar, weil die herbe Süße der Steckrübe optimal mit Zutaten wie Ingwer, Chili und Knoblauch harmoniert. Hier habe ich mir in einem Töpfchen schon mal etwas Öl warm gemacht und gebe da schon die klein geschnittene Steckrübe, fein geschnittene Champignons, Schalotten, ebenfalls fein geschnitten, sowie gehackten Ingwer hier und kleingeschnittene Chilischote, diesmal in grün, direkt mit den Kernen dazu, genauso wie kleingeschnittenen Knoblauch. So, ruhig alles rein. Das Ganze schwitzt jetzt hier mal so ein bisschen farblos an. Und während das hier vor sich hin schwitzt, möchte ich mich einer ganz besonderen Zutat widmen, nämlich dem Zitronengras. Bei dem Zitronengras schneide ich die äußeren Enden ab, vorne und hinten, und entferne die beiden äußeren harten Blätter und schlage das Ganze dann hier mit der Messerseite schön kräftig an. Das ist mein Tipp für Sie. Sollten Sie kein absolut frisches Zitronengras bekommen, schlagen Sie es nur an, schneiden Sie es nicht klein, denn dann könnte es passieren, dass es faserig sein sollte, und geben Sie es nachher im Ganzen mit rein, fischen es nachher einfach wieder raus. So, das Gemüse ist hier schön angeschwitzt und nun bestäube ich das mit etwas Kurkuma, Curry und etwas braunem Zucker. Das sollten Sie unbedingt auch genauso machen, denn durch das Anschwitzen hier in dem Öl können sich Aromaten und Farbstoffe besonders gut entfalten und der Zucker karamellisiert leicht. Es gibt eine ganz besonders milde Süße. Das Ganze mit etwas Weißwein ablöschen und dann auch schon Kokosmilch, Geflügelfond und 400 Milliliter Wasser dazugeben. Ganz zum Schluss natürlich nicht das Zitronengras vergessen und das Ganze so lange kochen, bis die Steckrübe weich ist. Das dauert ungefähr 30 Minuten. So, die Steckrüben sind jetzt soweit und ich kann mich schon ans Pürieren machen. Vorher allerdings nehme ich natürlich das Zitronengras raus, was im Ganzen ja drin geblieben ist. Zauber ich mir meinen Zauberstab herbei und püriere das Ganze schön fein durch. So, das Ganze ist schön fein. Dann habe ich mir nochmal einen zweiten Topf hier zur Seite gestellt mit einem schönen feinen Sieb. Da gebe ich die Suppe nochmal durch. So, ruhig alles rein und drücke das Ganze mit so einer Kelle hier einfach schön durch das Sieb durch, dass es ganz fein wird. Wichtig ist, dass Sie wirklich darauf achten, das gut auszudrücken, denn in diesem Bodensatz hier, da steckt der Geschmack drin. Am besten hier unten nochmal das, was mit durchgegangen ist, schön abstreifen und wieder rüber auf die heiße Platte ziehen. Das Süppchen schmecke ich jetzt schon mal etwas ab mit Limettensaft, ungefähr 3 Esslöffel und Salz. Stell den Herd wieder etwas hoch, damit die Suppe aufkochen kann und gebe schon mal hier die kleingeschnittenen Pilze dazu. Einmal Kräuterseitlinge, die sind sehr fest in der Konsistenz, und schöne Shiitake-Kappen. Eine angeritzte Chilischote noch dazu. Und wie gesagt, wenn das Ganze aufgekocht ist, ziehe ich das zur Seite, den Topf, und lasse es für 15 Minuten an der Seite gar ziehen. So, mein Süppchen ist auch schon fast fertig und ich gebe nur noch für die letzte Minute die in feine Streifen geschnittene rote Zwiebel dazu. Rühre das noch einmal durch und widme mich jetzt der Einlage, nämlich den Shrimps. Die Shrimps beträufle ich noch mit etwas Limettensaft und frisch gehacktem Koriandergrün. So, das Ganze noch einmal schön vermengen. Salzen oder ähnliches entfällt hier, weil diese Shrimps, die sind in einer Salzlake eingelegt gewesen und von daher schon von Hause aus gut gewürzt. Kommen auch schon zum Anrichten. Sehr passend habe ich dafür so eine schöne Schale im Asia-Stil ausgesucht. Gebe von der Suppe einfach was rein. So. Die Einlage dazu, schönes Löffelchen von den marinierten Shrimps und noch etwas fürs Auge. Wenn Sie genauso experimentierfreudig sind wie ich, dann ist dieses Rezept bestimmt genau das Richtige für Sie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, sich selbst davon zu überzeugen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!